Due to the graphic nature of this program, viewer discretion is advised. Bad boys, what you want, what you want, what you gonna do? When the shepherd jump don't come for you. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Is filmed on location with the men and women of law enforcement. All suspects are innocent until proven guilty in a court of law. Willkommen zu einer neuen Folge GTA. Wir sind gerade praktisch unterwegs, praktisch schon mit der Polizei. Wir sind schon auf Streife und wie gesagt, die meiste Scheiße habt ihr wahrscheinlich schon verpasst, weil ich vergessen habe, auf Aufnahme zu drücken. Das wird mir nicht nochmal passieren und jetzt genießt das RP. Jetzt aber. Herr Kollege, ich lade Sie gleich in neuen MC ein. Ah, es ist schon wieder herrlich, ey. Alles klar, ey. Nee, ey. Weißt du, was der Witz an der ganzen Sache ist? Es sind gerade alle Personen, die irgendwie Motorrad oder so hatten, sind an der gleichen Seite rausgefahren. Ist... Ja, ich komme online, auf einmal versucht, einen Bus da zu wenden. Ein Typ schreit mich voll, ich möchte meinen Führerschein machen. Alter... Ja. Und genau sowas meine ich halt, so Momente, die halt nur im RP vorkommen. Und wie gesagt, wenn ihr halt nicht wollt, dass ich halt die ganze Zeit solche kleinen Mitschnitte mache, dann sagt das, wie gesagt, ich äußere mich halt nur manchmal ein bisschen zum RP.
Haben wir ein lokales Ziel oder fahren wir immer noch Streifen? Okay. Okay. Mach ich. Ich habe Häkchen bekommen, ne? Auf in der Führerscheinabteilung. Gut. Ah, hat ein kleines bisschen weh getan. Jo, wir haben anscheinend noch. Wir haben anscheinend einen dritten in der Streife 3. Das wusste ich nicht. Gut. Ah, er folgt uns. Ja. So Leute, dann seht ihr auch, das gehört zum RP. Wie gesagt, wir befördern jetzt die Waffen, die halt hier überall verteilt sind, zur Militärbasis, weil die Militärbasis noch Waffen braucht. Also das ist so der Hintergrund hinter der ganzen Sache. Gott verdammt, einmal nochmal schnell husten. Alles klar. Das ist aber ein außergewöhnlicher ja, Waffentransporter. Some genuinely uplifting house and disco for the club. And played by a bloody Yank, no less. The fearsome goddess of dance. The Black Madonna, yeah? Yeah? You're lost, my friend, you're lost indeed. And everyone else's who could have heard her. Look, the Black Madonna's up on a computer in the club anyway. Book her whenever you want to cheer up the joint. Ey Leute, ich entschuldige mich halt dafür, dass ich die ganze Zeit husten muss, aber ohne Scheiß, es geht mir so auf den Sack. Ich weiß nicht, was mit mir los ist.
Geil, jetzt dürfen wir erwarten. Wird immer voller, ey. Okay. Das ist natürlich perfekt. Nee, das habe ich noch nicht mitbekommen. Höchstwahrscheinlich. Welcher Kollege ist denn das? Gut, ja, der fährt wahrscheinlich irgendwo gerade zum State Prison oder so, keine Ahnung. Och Mann, warum können wir einfach nicht alleine fahren? Tja, wir müssen das Risiko eingehen. Immerhin sind wir Polizisten, wir können ja die Ware verteidigen. Tja, ich darf es ja nicht fahren, weil wahrscheinlich brauche ich dafür auch nochmal eine extra Genehmigung. Daher, dass es hochexplosive... Ja, so her, ja, das und weil es hochexplosive Ware ist. Lol. Ne, wir sind in der Nähe der Ganggebiete, ne? Das ist richtig behindert. Tja. Ja, aber wir... Oh Gott. Ja, ich bin leider an dem Knopf gekommen von der Tür und ja. Aber ich nehme erstmal einen Schluck aus dem Wasser, der was hier drüben liegt. Damit halt meine Stimme etwas klarer klingt. So. Bisher läuft noch alles organisiert. Das bezahlt der Staat. Okay, wir sind... Wir haben es fast geschafft, aus der ganz gefährlichen Gegend erstmal uns hier raus zu verpieseln und ja, dann haben wir trotzdem noch das Problem, wir müssen noch ein gewaltiges Stück fahren.
Wollte ich gerade sagen, aber ja. Gut. Tja, jo, ne? Tja, und wir haben gerade die Waffenlieferung Richtung Militärbasis, weil, wie gesagt, wir müssen halt die Ware jetzt darüber tragen. Ich höre sie. Muss ich mal. Ja, also, ja, Polizist, ich brauche einen Polizist. Ah. Ja, aber wie gesagt, bisher haben die Bürger nur geguckt, aber ich hoffe mal, dass das alles reibungslos abläuft. Baum. Ach Gott. Wir müssen wahrscheinlich ein. Ja gut, brauchen wir nicht. Aber Erdbeben, oh Gott. Ich aber auch nicht. Eigentlich dachte ich, hier gibt es keine Erdbeben mehr. Ah, da kann ich noch Geschichten erzählen, wo ich noch in meinem alten Staat war. Ah, Erdbeben. Es war sehr schön. Wir waren nämlich unterwegs auf einer Streife. Und während wir praktisch jemanden verfolgt haben, hat praktisch dieses Erdbeben. Wir waren ja in so, ja, Bergegegend unterwegs. Und er meinte, er müsste mit einer Sanchez halt fahren. Und ja, wir sind praktisch hinterher. Und mitten, während wir ihn verfolgt haben, zack, Steine vom Berg gefallen, weil dieses Erdbeben halt passiert ist. Boah. Ich auch. Ja, das ist noch viel geiler, weil. Oh Gott, oh nein! Oh! Jetzt müssen wir uns beeilen. Die Ware ist kaputt. Oh. Ja, dafür müssen wir erstmal ins Krankenhaus. Oh. Nein, nein! Ich will mein Leben noch halbwegs ordentlich verbringen, also. Ah. Langsam frage ich, warum ich hier überhaupt eingestiegen bin. Oh Gott. Oh Gott.
Also ich. Ja. Ich hab ein fucking Schussgefecht mit dem Platz überlebt. Also werde ich das hier auch überleben. Ja, das ist belastend. Oh, weißt du, was dann passiert, wenn dieser LKW in die Luft fliegt? Die ganze Ladung geht mit hoch. Und darauf habe ich keinen Bock hier, dass so ein riesiger Feuerball auftaucht. Nicht Atombits, aber es wird schon groß genug Feuerball sein, dass er hier die beiden Spuren, wie gesagt, lahmlegt. Die komplette Autobahn. Das ist so viel Sprengstoff. Also ein bisschen nervös bin ich schon, aber wie gesagt, ich versuche mich jetzt hier gerade zu beruhigen. Ich hoffe. Na dann sofort raus und rennen. Ins Wasser. Also. Ne, ins Wasser, weil den Feuerball überleben wir nicht. Ah, der kommt sogar. Oh, es ist schon richtig viel, wenn ich mir das angucke. Ja, glaube ich auch, ist das Bessere. Ja, das können wir machen. Wie gesagt, sie müssen mir halt dann sagen, wann ich den wieder machen soll. Alles gut. Gut, dann löse ich den jetzt auf. Dann lade ich sie wieder ein. Ah, ey, Alter, ich hab Angst um mein Leben. So. Ja, das wäre natürlich scheiße gewesen. Ne, die ist da vorne, das ist doch die Brücke, ne? Gut, dann kommt jetzt noch. Oh, wenn wir jetzt Feuer fangen, ne? Ich auch nicht mehr. Wir müssen uns irgendwie ein Fahrzeug konfiszieren oder sowas. Oh Gott. Oh Gott, Alter, ich hab Gänsehaut. Das ist. Ja, die Kollegen werden sich dann sicher darum kümmern, den hier heil und so herzurichten.
Wir haben es geschafft. Weg. Wir haben es geschafft. Stellen Sie sich jetzt mal vor, wenn jetzt das Erdbeben passiert wäre. Wir würden nicht mehr existieren, ey. Nur noch Staub und Asche. Das wäre nicht so nice. Oh Gott, jetzt weiß ich, warum ich nicht gut in Sport war. Ah, ich komme kaum hinterher. Naja, Sport immerhin zwischen 2 und 3 sollte eigentlich passen. Fängt es auch noch an zu regnen. So, hoffen, dass hier ein Helikopter steht. Ja, das ist nicht so gut. Das können wir uns sicher ausleihen, wenn wir es an den Rand stellen und sagen praktisch, dass wir uns das mal ausgeliehen haben. Ich hoffe auch, dass sie, wie gesagt, verstehen oder erkennen, wer sie sind. Vorhin ist uns noch eins entgegengekommen. Wir haben nur den LKW, der hier vorne steht. Unmöglich, ey. Oh, warte, ich halt mal Ausschau. Okay. Nichts ist doch nicht die Möglichkeit. Ja, wenn die Kollegen nicht erkennen. Ja. Zwar nicht auf mich. Gut, da hinten kommt schon eins gefahren. Es sollte jetzt in. Ja, also mehrere. So, weg. Schnell weg. Okay, wir haben momentan noch normale Autos. Oh Gott. Nein, 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 nein. Jetzt hängen wir hier fest.
Lol. Ja. Es müsste hier eins rumstehen. Ah, hier, hier, ich hab eins bei mir. Boah, hier kommen allgemein viele. So, Moment, die sind ausgestiegen. Vielleicht kann ich mir das sneaken. Warte, ich... Hol mir auch eins. Ja, so viel dazu. Gut. Sehen Sie erstmal zu, dass Sie nicht mehr verfolgt werden. Ich unterhalte mich in der Zeit mit ein paar Kollegen. Warte, ich glaube, ich habe eins gefunden. Ja, ich habe eins, ich habe... Na, fuck. Ja, ne. Die Kollegen... Wenn ich wüsste, wo sie sind. Gut, sie sind gleich um die Ecke. Ja, ich sehe schon. Wir müssen irgendwie hier rauskommen. Ja. Zumindest so weit an Meeting Point oder so, dass wir halt erstmal unseren Wagen wieder kriegen. So. Weil, zur Not hätten wir uns halt einfach Fahrzeug beschlagnahmt und wären halt damit gefahren. Das könnte ich machen. If it isn't my creepy silent friend, how can I help? Oh hey, you're in trouble. Okay, I'll deal with it. So. Jetzt. Ein und fährt halt noch einer. Tja. Er meint, wäre hier der Mega Army Polizist, ey. Besser, ich ein Mega Army Soldat. Und darf ja alles machen und tun. Tja, das wird ein Spaß, die Kiste jetzt erstmal, ne? Na, was anderes zu kriegen. Das könnten wir machen, aber... Das könnte ich machen.
Okay. Und das Armdrücken. Das Armdrücken sollte ja eher so in bewohnten Gebieten sein. Das heißt hier in der Nähe. Aber sicher. Ah, ey, wir müssen erstmal, wie sagt der Herr Kollege, repariert das Fahrzeug und dann bewegen wir uns als Militärfahrzeug Richtung Los Santos. Wenn ich es hinbekomme, wird hier ein ganz bekanntes Lied eingespielt. Passt hier zum Feeling. Wie gesagt, ich laufe hier einfach mal die Straße entlang. Ich glaube, es wird ein Lied eingespielt. So, da kommt der Herr Kollege schon. Auf in die Stadt. Es muss richtig lustig eigentlich sein, wenn wir praktisch dann ankommen und uns irgendwie am PD oder so hinstellen und die anderen Leute immer die ganze Zeit schauen. Gott, das ist ja mega die Waldgegend, Alter. Hier ist ja nichts los. Gut, wie gesagt, ich bin immer noch so geschockt, dass wir es geschafft haben. Und bei der nächsten Gelegenheit müssen sie sich, glaube ich, umziehen. Ah ja, bei der nächsten Gelegenheit müssen sie sich umziehen. Halt, wenn wir dazu kommen. Ah, da sind wir wieder. Ja, ich auch. Ich will das auch hören. Instant, ey. Ich dachte schon, das ist der gleiche Busfahrer wieder, ey.
Gucke mal, was sie sagen. Was, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aha. Da hat er noch mal Glück gehabt. So. Wir sind 13 Leute. Ich glaube, wir müssten uns mal in etwas gefährlicheres Gebiet begeben. Das wäre... Da war er schon wieder. Das ist die Frage. Weil er soll ja nicht wissen, dass wir unterwegs sind. Also in der Zeit müsste der Dieb eigentlich schon weg sein. Da. Meine Güte, ey. Toll. Ich rufe schnell Lester an. Ne, brauche ich nicht. Können wir auch so machen. Vollgas, Vollgas. Einfach geradeaus, Vollgas. Wir haben noch Sichtkontakt. Ja, ich sehe ihn noch. Er fährt weiter geradeaus. So, er ist jetzt den Berg runter gefahren. Fährt weiter geradeaus. Einfach immer den Kollegen da vorne folgen. Ich sehe nichts. Ja. So.
Also, dann rufe ich mal schnell Lester an. Naja, die Sterne regeln sich ja schon wieder. Fahren Sie mal links lang. Okay. Ach, meine Güte. Gut, dann rufe ich jetzt Lester an, ey. I take it this isn't a social call. I take it this isn't purely a social call. Gut, of course not. You're in trouble and you need my help. No problem. Ja, Moment. Kleinen Moment, bin ich kurz. Ja, aber Sie können ja auch gleich mal mit aussteigen. Ja, nur kurz aussteigen für 10 Sekunden oder so. Gut, dann brauchen Sie das nicht mehr machen, also sich neben mir stellen. Gut, dann bis dann. So, ich bedanke mich sehr herzlich für diese Folge, dass ihr dabei gewesen seid. Grüße gehen auch raus an meinen Kollegen. Und dann sage ich, lasst ein Like und ein Schlammes da, das heißt abonnieren, liken, Kommentar schreiben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann.